total erledigt und durstig. Und ich habe keinen Schimmer von diesem verfluchten Ort, also sei mal nett und gönn mir eine Pause, okay? Es wird alles wieder gut. Ich bin mitten im Nirgendwo. Ich sterbe vor Durst. Und alles ist für den Arsch. Aber alles wird gut. Lass mich in Ruhe, Aiden. Ist okay, Aiden. Werd jetzt bloß nicht nervös. Hey, tut mir leid, wenn ich so reinplatze. Ich bin auf der Suche nach einem Platz für die Nacht und ich wollte Sie bitten. Du kannst hier nicht bleiben. Sorry. Kann ich nicht für die Nacht in der Scheune bleiben? Bitte, ich meine versprochen, morgen früh bin ich wieder weg. Ich hab doch gesagt, das geht nicht. Du solltest abhauen. In der Hoste. Ja, ja. Ja, es war so. A kuri naho. Dobo ne, zarahe. A din ne. Tote ye. Kotno ast ad. Bendako, a doth kas. Ado, a bendago no doth do. Ist okay. Du kannst hier schlafen. Komm rein. Wie heißt du denn? Jody. Ich bin Paul. Das sind meine Söhne, Corey und Jay. Meine Mutter, Shimasani. Wunder dich nicht, wenn sie dir nicht antwortet. Sie spricht seit Jahren nicht. Der Tisch ist gerade gedeckt. Willst du mit uns essen? Ja. Ja, danke.
Wir sehen nicht viele Anhalter hier draußen. Na, wo geht's hin? Ich ziehe einfach umher von Tag zu Tag. Ich schätze, wenn ich lang genug reise, dann finde ich vielleicht mein Ziel. Verstehe. Ihr wohnt wirklich weit abgelegen hier. Meine Familie lebt hier seit Generationen. Ich bin hier geboren und werde hier auch sterben. Die Jungs sollten weggehen. Ich weiß, das ist nichts für sie hier. Aber sie hängen an ihrer Oma und mir, also. Das ist die erste Ranch in der Gegend seit Meilen. Es gab mal mehr von uns. Die meisten sind in die Stadt. Das Leben ist hart hier draußen. Seid ihr Pferdezüchter? Ja. Mustangs. Wir haben auch ein paar Churros. Churros? Schafe. Oh. Wir verkaufen Wolle und Milch. Nicht viel, aber es reicht für uns aus. Es ist spät. Jay bringt dich in dein Zimmer. Gute Nacht. Kommst du mit? Du bleibst in deinem Zimmer. Was immer du auch hörst. Was ich höre? Wie meinst du das? Wenn du am Leben hängst, verschließ die Tür und komm nicht raus bis zum Morgen. Was macht Ihnen solche Angst? Ich weiß, es ist wirklich seltsam hier. Keine Sorge. Morgen Abend sind wir längst weg von hier. Gute Nacht, Aiden. Thank you.
Du sahst fertig aus. Die Jungs sollten dich nicht wecken. Danke. Das war echt nötig. Willst du einen Kaffee? Ich bin dann mal weg. Danke. Hier gibt's eine Menge Arbeit auf der Farm. Vielleicht willst du für ein paar Tage hier bleiben. Du kannst uns helfen. Ich kann nichts bezahlen, aber hättest ein Dach über dem Kopf und Essen auf dem Tisch. Wie sieht's aus? Ja. Ja, wieso nicht? Gut. Du findest Klamotten in Corys Zimmer. Wir sehen uns draußen. Einsatzbereit? Ich bin startklar. Die Schafe brauchen Wasser. Das kriegst du doch hin. Klar. Du bleibst da so eine Weile. Es scheint wohl so. Klasse. Ich meine, es ist gut, wenn jemand hilft. Oh. Holst du etwas Heu vom Heuboden? Mein Name ist Jody und ich werde eine Weile hier bleiben und arbeiten. Ich hoffe, das macht Ihnen nichts aus. Die ist ja wunderschön. Haben Sie die selbst gemacht? Hilf mir, Aiden. Ganz sachte, Aiden. Nur ein Ball, nicht den ganzen verdammten Heuhaufen. Thank you.
Hey, Jody! Lunch? Okay, ich mach das hier nur schnell fertig. Pack's irgendwo hin. Danke. Zeit zum Essen. Essen gibt's bei den Jungs, wenn du willst. Kommst du auch? Nachher. Ich hab hier noch zu tun. Okay, na dann. Setz dich doch. Danke. Sind noch andere Navajo Ranches in der Nähe? Es gab mal um die 50 vor ein paar Jahren. Aber jetzt nur noch uns. Die anderen hatten Angst vor... Die anderen wollten stattdessen in die Stadt ziehen. Nicht jeder wohnt gerne hier draußen. Ist das wahr, dass deine Großmutter nicht spricht? Schon seit Jahren? Ja. Mein Vater sagt, sie redet kein Wort, seit meine Uroma damals gestorben ist. Das sind bald 30 Jahre. Was waren das für Geräusche heute Nacht? Da war dieser Lärm wie ein Hämmern am Haus. Das ist nur der Wind. Er macht seltsame Geräusche hier draußen. Da waren tote Schafe. Was ist denn da passiert? Der Sturm. Sie laufen aus dem Pferch und ersticken dann am Sand. Stellst du immer so viele Fragen? Wenn ich eine Sache nicht kapiere, ja. Ja? Wie wär's, wenn ich dich mal was frage? Etwa, wo du herkommst, was du hier draußen willst. Wird dir nicht so gefallen, ha? Huh? Also behalte deinen Scheiß für dich und hör auf mit den blöden Fragen. Entschuldigt mich, ich muss arbeiten. Ach, der meint's nicht so. Er ist okay, wenn er sich abregt. Ja, bestimmt. Tja, ich schätze, ich mache lieber weiter. Sonst dreht Pa durch. Wir sehen uns. Oh, na toll, Jody. Hast du noch was zu tun, Paul? Nein, aber die Jungs brauchen vielleicht noch Hilfe. Okay, ich guck nach. Mal sehen, was Jay macht. Blöder Sturkopf. Nie will er mit den anderen mit. Darf ich's mal probieren? Kennst du dich mit Pferden aus? Nein. Geh ruhig rein. Dein Name ist Ashki. Hey, Ashki. Keine Angst, ich komme jetzt rüber zu dir, okay? Siehst du, Ashki? Gar nicht so übel, oder? Gib's zu. Du magst mich eigentlich, ne?
Hey, Aiden. Wolltest du schon mal reiten gehen? Bring ihn auf die Koppel. Wie hast du das gemacht? Wir stecken alle voller Rätsel. Ich hab dich wohl falsch eingeschätzt. Wenn du dich duschen willst, schau mal hinter der Scheune. Ladies first. Kein Problem für mich. Und dann rannte der Typ weg und wisst ihr was? Er wurde nie wieder gesehen. Es ist Zeit fürs Bett. Was passiert hier? Warum verriegeln wir das ganze Haus? Geh einfach in dein Zimmer, Jody. Und komm nicht raus, egal was passiert. Erinnerst du dich an die Schafe? Ich will nicht, dass dir was zustößt. Gott, um Gottes Willen, Paul. Was geht hier vor sich? Jetzt geh in dein Zimmer. Du kannst gar nichts tun.
Jody! Jody, ich sagte doch, bleib im Zimmer! Du könntest tot sein! Was ist hier los? Was war das für ein Ding? Du hättest auf mich hören sollen. Und im Zimmer bleiben. Jetzt sag mir die Wahrheit! Sag mir endlich, was hier los ist! Es ist Yeizo. Er will Blut. Nichts anderes interessiert ihn. Wir können nichts dagegen tun. Bei Geistern sind wir machtlos. Böse Geister scheuen diese Welt. Wenn er hier ist, hat das einen Grund. Kennst du mich noch, Ashki? Wir sind Freunde, oder? Ich stelle jetzt meinen Fuß in den Steigbügel und komm hoch, okay? Wie genau geht's jetzt hier vorwärts? Hey, was denkst du, Ashki? Wir sind ziemlich gut, hm? Dein Geheimnis muss mir das Pferd noch verraten. Hey, hör mal, ich reite raus und sehe nach den Churros. Willst du mitkommen? Sicher. Dann los! Ja! Hör zu, ich weiß, dass du nicht darüber sprechen willst. Aber ich muss wissen, was passiert ist letzte Nacht. Und die Geister rund um euer Haus. Weißt du, wer sie sind? Mein Vater sagt, dass 5 Wächtergeister unseren Stamm immer beschützt haben. Sie kommen nachts, damit uns Yeizo nicht tötet. Ich weiß nicht, ob's stimmt. Aber Yeizo war bis heute noch nie in unserem Haus. Dein Vater kennt diesen Spuk. Der Geist kam nicht zum ersten Mal, richtig? Yeizo war schon immer hier. Er kommt in der Nacht und stiehlt Seelen. Die Alten haben gesagt, er ist ein Fluch. Das ist der Preis, den unser Stamm für dieses Land zahlt. Jetzt will ich dir aber mal ein paar Fragen stellen. Was willst du wirklich hier draußen mitten in der Wüste? Sieht fast aus, als würdest du vor was wegrennen. Ich schätze, ich versuche zu vergessen. Nochmal neu anfangen. Am Ende bin ich auf der Flucht vor mir selbst. Du bist wie wir. Du hast auch ein dunkles Geheimnis, nicht wahr, Jody? Ich muss dir was beichten. Ich... Oh, ist es er? Du bist bei Aschak, ich... Ich, ah, sie in der Rech ist.
Das war Pa. Kein Wasser auf der Ranch, muss was mit dem Brunnen sein. Ich sehe auf dem Rückweg vorbei. Ich kann nachschauen, wenn du willst. Ja, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich tue, was ich kann. Wo ist der Brunnen? Ja, da drüben. Da ist eine Windmühle. Nicht zu verfehlen. Okay. Ich sehe dich dann auf der Ranch. Okay. Bis später. Mach schon einen. Ganz toll, Aiden. Die Pumpe läuft jetzt wieder. Sunny!